So, hüpf! Paddel weg! Und das Ding weg. Hör mit dem Stuff. Und das packe ich mal alles so nach oben, damit wir wissen, dass das wichtig ist. Und hier den 50er nehme ich auf gar keinen Fall mit. Ja, das Gold können wir immer noch aussortieren, wenn wir es nicht brauchen. Dann Energieschild. Und ich würde sagen, wir gehen so hoch, so. Ja, ich gehe jetzt einfach mal so nach Norden. Und hoffe natürlich wieder auf Weichgewebequellen jeglicher Art. Und natürlich auf möglichst wenig Feinde. Oh. Da ist direkt noch ein Zwergencamp. Das ist natürlich sehr erfreulich. Das sieht sogar aus wie ein Lager. Da könnte ein Schädel in der Mitte sein. Mal gucken. So, jetzt lege ich mal rüber. Hier ist eine Wurzel. Hier sind zwei. Sind hier zufällig noch mehr? In der Nähe? Nee, ne? Drei. Hier sind drei Wurzeln. Sind hier sogar vier? Nee. Aber hier sind drei Wurzeln. Das trage ich ein. Drei Wurzeln. Bist du schon wieder ein paar Zweifel natürlich. So, und dann hier mal nachgucken. Ja, die ist von der, ne? Ja, gut. Und ich hoffe, da ist ein Schädel in der Mitte. Bitte, bitte, ja. Leider nicht. Gut. Aber hier sind Kisten, ne? Da sind Kisten. Ich bin ganz ehrlich, theoretisch würde ich die gerne haben. Den Extraktor können wir uns ehrlich gesagt knicken. Ich würde gerne aber das da haben wollen. Und gerne vielleicht auch die Kette. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt sie alle ausräuchern dafür. Ich glaube, es reicht, wenn wir einen Troll genau hier platzieren. Das wäre ideal. Ich probiere es einfach. Ich gehe mal hier so hin. Und ich mach mal, ich schieß mal dagegen. Ist das ein Treffer? Ja! So, sind die Kisten zerstört? Ja, und auch das Ding. Sehr gut. Dann bringt den mal um, bitte. So, ich hau mal ab. Sehr gut, Weichgewebe. Sehr gut. Und Gold, ja. Oh, die Komponentenkiste ist genau nicht kaputt gegangen. Aber ist nicht schlimm. Ich meine ja, ne? Von diesen Extraktoren haben wir mehr als genug. So, der Troll ist down. Da sind noch Laternen, die lasse ich jetzt allerdings mal liegen. Davon haben wir schon so viele. Und das war's dann hier, ne? Ja, 12? Das ist alles? Okay. Na gut, dann ab nach Norden und weiter geht's. Das hat ja gut geklappt. Das sollte ich vielleicht immer so machen, ne? Mich einfach nur auf die Kisten fokussieren. Ich muss ja nicht immer so übertreiben und sie gleich alle ausräuchern. Ich habe natürlich auch immer die Hoffnung, dass sie, wenn sie sterben, ebenfalls ein Weichgewebe droppen. Das tun sie aber gefühlt sehr selten. Also unter 10 Zwergen ist vielleicht mal einer bei, der ein Weichgewebe dabei hat, gefühlt. Keine Ahnung. So, nach da oben oder ich gehe hier rum. Oh. Liebe ich ja, ne? Solche Felsformationen. Ah, schon wieder ein Lager. Das ist ja wohl nicht wahr. Also freut mich natürlich, aber wir gucken erstmal nach, ob da auch entsprechender Loot für uns drin ist. Ne? Wenn da wieder keine Kisten sind, dann nö. Da sollte schon irgendwie... Huch. Alter, ist das hier steil. Moment. Kurz Energy. Und hoch da. Moin. So. Zwei Sterne. Frostmagier, der macht doch zweimal so ein Projektil und unser Troll ist down. Gefühlt. So, und hier sind ordentlich Kisten. Ja, 10 Kisten. Die kann ich hier nicht stehen lassen. Das bedeutet, viel Spaß, Jungs. Ich schmeiß mal einen hier direkt rein. So. Lass mich mal vorbei, bitte. Und dann schieße ich mal
Da so rein. Shit, kein Schaden gemacht an denen. Hm. Aber ich behalte den gleich mal. Da, ne? Das meine ich. Was für ein Schaden der macht. Direkt einen neuen. Und sobald ich kann, wieder einen neuen. Alter Schwede! Da, das ist doch mittendrin. Schon wieder kein Damage. Ich hoffe, das ist einfach so lange. Keine Ahnung, bis die Kisten kaputt sind spätestens. Ja, Alter, mit diesen Sterne, zwei Sterne Frostmagier wird das nie was. Aber vielleicht habe ich auch das obere Stockwerk schon abgerissen. Ich guck mal nach. Weil dann reicht das ja völlig aus. Da liegt auf jeden Fall... Ja. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ich sammle mal euer Weichgewebe auf, ne? Danke, ne? Oh Mann. So, weg damit. Wo ist das Weichgewebe überhaupt? Hier liegt noch was. Ich schmeiß mal das und das weg. So. Hier noch irgendwo welches. Schön die Augen offen halten. Da ist noch Kupfer. Sonst ist hier nichts. Das da. Hä, was ist denn das? Okay. Das sah ja gerade seltsam aus. Das sah auf jeden Fall nicht aus wie ein Grauzwergenauge. Gut, schwarzer Marmor. Hier ist noch Yggdrasilholz. Warum nicht? Kupferschrott, Holz. Ja. Hauptsache, wir haben das Weichgewebe dabei und das haben wir. Ich will aber nichts übersehen, deswegen gucke ich lieber nochmal nach. Sieht aber gut aus. Energieschild. Ich gehe mal ein Stück weiter weg, sonst sammeln wir die ganze Zeit Müll auf und ich schmeiße mal den Müll weg. Das hier behalten wir auf jeden Fall. Das hier auch und das auch. Und dann gehen wir mal so nach da. Wird allerdings auch allmählich dunkel, ne? Da ist ein Lager, glaube ich. Oder ein Camp. Da leuchten Laternen. Also glaube ich nicht, dass das überrannt wurde von Viechern. Sondern, dass es noch belebt ist von Zwergen. Ist es auch. Hier der Eingang, sag mal. Bin ich jetzt einmal genau in die falsche Richtung gerannt, ne? Ja. Sehr gut. Dann hier lang. Schon wieder kein Schädel. Ist doch wohl nicht wahr. Aber Kisten, ne? Ja. 5, 6, 7, 8, 9, Alter. Hier auch noch? Nee, ne? Hier sind nur Marmorblöcke. Hm. Ja, es wird allmählich sehr dunkel. Ich will wieder einen gut platzierten Troll so beschwören, dass er wieder die Kisten und das Ding hier zerstört. Also hier so hin. Stimmt. Haben wir beim letzten Mal die Kette mitgenommen? Gab es überhaupt eine? Ich habe gar nicht nachgeguckt, ne? Ich schmeiß mal da so hin. Ich gehe mal ein Stück nach hinten und versuche mal so. Volltreffer. Volltreffer! Perfekt! Oh Mann, der ist einfach verbrannt. Ach, der greift mich an direkt. Nö, kümmere dich mal um die Zwergis. So. Kümmert sich um mich, ne? Nee, gut. Ja, ich lasse sie erstmal kämpfen. Dann bringe ich ihn um, dann baue ich mir da ein Portal und dann sammle ich den Stuff hier auf. Eigentlich kann ich ihn jetzt schon umbringen. Ja, komm. Obwohl, ich habe Angst, dann einen Zwerg zu treffen, ne? Der mir dann wieder ins Feuer läuft. Ins Kreuzfeuer. Oh, und das Ding hier muss ja auch noch zerstört werden. Eher noch ein Troll, damit es schneller geht. Hier, komm. So, Feierabend. Jetzt bringe ich dich um. So. Und. Piu. So, wo ist der zweite? Da hinten. Ist der festgebackt? Nee, er kommt auf mich zu. Dann gehe ich mal nach hier hinten.
Na ja. So. Oh, wir könnten auch wieder fooden. Mache ich aber mal nicht, weil wir gehen sowieso gleich nach Haus. Müssen ja dringend pennen. Wird mir allmählich schon wieder viel zu dunkel. Und dann kommen gleich wieder die ganzen Nachtschwärmer. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Warum regenerieren wir so langsam? Weil wir nass sind. Hm. Hab sogar meine Kapuze auf und trotzdem regenerieren wir so langsam. Hier, komm, weißt du was? Hätte ich mir vorher schon machen sollen. Tschüss! So, dann kann ich das Ding da zerstören. So. So. Dann bauen wir das Portal hier unten hin. Workbench. So, irgendwie hier. Kommt schon. So. Verschiedenes Portal. Zack. So, und dann schmeiße ich hier unten alles rein, was wertvoll ist. Also schon mal das. Das Edelholz nehme ich mit. Das. Gold kann ja eigentlich gestorben werden. Das hier wiegt auch viel. Das nehme ich auch mal mit. Hier, warte mal. So. Sammle ich erstmal das auf. Theoretisch können wir auch Holz mitnehmen, ne? Ich sammle mal ein, so viel wie geht. Und dann sortieren wir danach. 6 Holz, wir tragen zu viel. Gut. Müll. Ah, das hätte ich nicht hier hinschmeißen sollen. Sonst sammle ich das gleich auf, wenn ich wiederkomme. Das. So. Und dann nach da unten. Holz, Edelholz, das Ding, das. Hier ist die Kette. Sehr gut. Und das Gold nehme ich auch mit. Komm. Eigentlich auch Trash, aber was soll's. So, liegt hier sonst noch was? Schwarzer Marmor, Kupferschrott. Da hinten nur Holz. Ja, da würde ich sagen, gehen wir mal zurück, ne? Wird ja doch schon allerhöchste Eisenbahn. Ich sammle mal alles auf. Wie viel Weichgewebe haben wir jetzt eigentlich insgesamt? 48. Not bad. Sehr gut. Oh, ich komme hier nicht hoch, ne? Oh nee, komm schon. Echt jetzt? Toll. Dann gehe ich mal so von hinten ran. So geht's, ne? Ja. So, sehr gut. Ja, dann schleppen wir uns mal rüber. Ja, ich habe jetzt natürlich keine Lampe an. Schon wieder ganz schön dunkel hier. Naja, gut. Wozu hängen wir eigentlich diese Laternen auf? Die bringen einfach nichts. Oh, absolut gar nichts. So, Kette weg, das weg, das weg. Und ja, hier den Schrott schmeiße ich auch mal runter. Den können wir vielleicht einfach einschmelzen. Mal gucken. Stimmt. Überschüssiges Kupfer können wir einfach in die Dingens schmeißen. In die, können wir dann einfach zu Bronze umwandeln. Ne? Also eigentlich gar nicht so schlimm. Und was wollte ich holen? Ach ja, Kräuters, weil vielleicht sind unsere Asquins ja mittlerweile ausgewachsen. Dann nehme ich mir mal ein paar raus. Und wir legen uns allerdings erstmal schlafen, weil das mir ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt. So, Flauschi. Sehr gut. Ja, wir könnten mehr von den Dingern verteilen, ne? Ja, nee, komm. Passt schon. So, ich würde sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und da würde ich sagen, ab nach unten und mal nach den Asquins geguckt. Könnte sein, dass die jetzt mittlerweile schon erwachsen sind, ne? Sind sie aber noch nicht. Oh, süß. Noch wie klein die sind. Schlüpfling auch. Noch. Huch, oh, ich brenne. Ja, nee, die brauchen noch einen Moment. Na gut, ich könnte vielleicht das Kraut hier unten hinschmeißen, weil da oben ist ja eine Workbench. Ne? Das wird also nicht despawnen. Ach, aber ganz schöne krasse Geräusche, dafür, dass sie so klein sind. Aber gut, dann würde ich sagen, weiter in die Mistlands, wa? Also nach hier hinten gerannt. Energieschild. Food. Zack, zack, zack. Und hindurch. Top. Da. Bottle weg. Und das Ding weg. Und dann gehen wir mal nach da oben, wa? Hier so hin. Und halten natürlich wieder die Augen offen. Sag mal, hier ist eine Mine, ne?
ist bestimmt eine Mine. Moment mal. Warum ist denn das hier weggebrochen? Hä? Hier sind Pflanzen drin. Ach, das ist einfach nur eine Ruine. Also weder eine Mine noch ein Dingens. Hä? Das habe ich ja noch nie gesehen. Okay, speichere ich mal ein. Ja, Ruine. Keine Ahnung. Gut. Ja, da werden hier auch keine Kisten sein oder so. Würde mich wundern. So, ich gehe mal nach da, ne? Ich orientiere mich an der Minimap. Hier so rüber. Wir haben auch keinen Schädel gefunden bisher, ne? Nicht mal in einem Lager. Die sind doch tatsächlich wahnsinnig selten. Wäre natürlich geil, wenn genau jetzt einer kommt. Normal, wir müssen da lang. Gehe ich mal hier so. Hinauf. Da leuchtet es blau, das werden aber nur Pilze sein. Dann hier nach Norden. Ein Stück. Ja, die Hasen lasse ich mal am Leben. Die brauchen wir nicht mehr. Gjall. Irgendwo. Und ich glaube, der kämpft auch. Kämpft er bestimmt gegen Zwerge. Da. Da ist eine Base. Hinda. Obwohl, ich gehe mal kurz nach da, damit wir das schon mal wegerkundet haben. So lange können die ja schon mal kämpfen. So, hier lang. So. Und hier hoch. Gut. So. Da ist noch eine Base. Okay. Da. Warte mal. Wie machen wir das? Ich würde erstmal zu dem Lager hier gehen. Ich gehe mal so, damit wir das auch wegerkunden. Zack. So. Dann gucke ich mal, ob hier Kisten sind. Werden es wahrscheinlich sein. Ich hoffe wieder direkt bei dem Ding. Ja. Aber nur vier. Sind hier nur vier Kisten? Sind hier drauf vielleicht welche? Nur eine Komponentenkiste. Die ist mir egal. So. Ich stelle mich mal hier hinten hin. Und schmeiß ein Troll da auf die Kisten. Shit, das war ein bisschen zu weit vorne, glaube ich. Gut möglich, dass es trotzdem reicht. Greift er jetzt mich an? Ja, ne? Ich laufe mal hier hin, damit er abgelenkt ist. Und ich guck mal, ob ich den Loot hier aufsammeln kann. Hä? Also die Kisten sind weg, aber da war nur ein Weich. Ach so! Der hat sich zu einem Stack zusammengefügt. Ja, gut. Dann würde ich gerne mal wissen, wie viel Life der hat. Ich mache den mal eben platt, damit ich bei der anderen Base auch zwei beschwören kann. Hab natürlich aber auch Angst, dass ich jetzt wieder einen von denen treffe. Da, ne? Da kommt wieder direkt einer raus. So, ich schieß mal von hier oben drauf, glaube ich. Da habe ich weniger Sorge, dass ein Projektil aus Versehen woanders lang kommt. Oh. So. Schön den Rücken. So, schafft er den Rest alleine oder was? So, gut. Hätten wir das. Und dann war... Wo? Hier irgendwo, ne? Da hinter dem Felsen, glaube ich. Ich guck mal nach. Da war auf jeden Fall eben gerade ein Gjall, der gegen ein Lager gekämpft hat und der hat eventuell schon Schaden angerichtet. Ich hoffe mal, da ist kein Heiler bei. Das war, glaube ich, da. Da sehe ich die Fackeln, die Laternen meine ich. Sehr gut. Ja, hier wurde eindeutig gekämpft. Und die haben wohl keinen Heilmagier, sonst hätte der keine Verletzung. Du hast diesen Krawall eingestellt, das habe ich ja. Oh, Alter, drei Frostmagier. Okay. Guck mal, ob es sich überhaupt lohnt. Wie viele Kisten haben wir hier denn? Ich gehe mal hier hoch. Drei. Sechs. Und oben vielleicht auch noch ein paar. Verzieh dich mal. Ich guck mal. Hier oben ist nix, ne? Ja, aber diese sechs Kisten will ich trotzdem. Das bedeutet, es ist auf jeden Fall einen Kampf wert. Komme ich hier runter? Nee, ne? Genau nicht. So, dann nehme ich die Wendeltreppe. Gut.
Und dann baller ich einfach Trolle rein, in der Hoffnung, dass sie einfach die Decke einreißen. Ne? So wie immer. Das hat ja ganz gut funktioniert. So, ja, das ist, sieht nach einem Volltreffer aus. Dann direkt nochmal. So. Ist alles eingekracht? Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, die werden sehr, sehr schnell dezimiert. Da, ne? Da sieht man's. Nur Frostmagier. Das ist natürlich dann sehr schade. So. Und noch ein. Bam! Ich gehe mal ein Stück weiter zurück. Und noch ein. So, schön in die Mitte. Sehr gut. Da sollte ich, glaube ich, doch mittlerweile das oberste Stockwerk weggerissen haben, oder? Ich guck mal. Also klar, da ist jetzt noch blaue Jute und so, aber die lasse ich, glaube ich, mal bleiben. Ja, das sieht gut aus. Da sehe ich noch was. Nö, dann reiße ich das noch weiter ein. So. Und nochmal da. Damit schön alles einkracht. Oh Mann, ey. Wir machen hier auch echt ein Chaos. So, kannst du den mal umbringen? Sehr gut. Dann kann ich nämlich da noch einen hinwerfen. Bam! Volltreffer. Hm, gut. Ja, da hält es jetzt noch an dieser einen Stelle fest. Hier. Da muss ich eigentlich auch nochmal einen Troll drauf werfen. Gut. Sehr gut. Ja, das sollte treffen. Oh, hier ist ja auch noch fest. Da, ne? Ja. Gut. Dann da auch nochmal hin. Das sollte es aber gewesen sein, oder? Ja. Gut. So, dann hau ich mal ab hier und kümmere mich um die Trolls. Ist hier immer... Hier! Könnt ihr mich mal hier schlagen? Hier. Sehr gut. Hier bin ich. Nochmal bitte, nochmal. Hier bin ich, hier bin ich. Vegas, was macht ihr denn? Hä? Ach, die kommen hier nicht vorbei. Ich verstehe. Hier bin ich. Oh. So. Dann hau ich mal hier. Verdammt, die soll nur diesen Stein hier wegkloppen. Das gibt's doch nicht. So. Und nochmal. Ah, es ist eingekracht. Gut. Perfekt. Ja, dann bringe ich euch um. So, lauter gelbe Zahlen. So will ich das sehen. Manchmal sind es weiße Zahlen. Ich frage mich, warum. Weil es kommt darauf an, wo ich ihn treffe, ne? Ich habe das Gefühl, wenn ich ihn in der Bauchregion treffe, mache ich mehr Schaden, als wenn ich seinen Kopf treffe. Frag mich nicht, warum. Ich baller einfach rein. So. Theoretisch könnte ich schon mal einsammeln. Keine Ahnung. Ich mache ihn erstmal platt. Der andere haut sogar ab. Das ist erfreulich. Da muss ich mich nicht um den kümmern. Nein, nein, nein. Bleib stehen. So, der ist schon mal down. Und der da läuft da hinten rum, soll er mal machen. Und derweil baue ich hier mir mal ein Portal. Und trage schon mal den ganzen Stuff zusammen. So. Beziehungsweise sortiere auch aus. Hier sortiere ich mal aus. Müll, Müll, Müll. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Und das kommt alles mit. Oh. Lässt du wohl mein Portal in Ruhe? So.
Und tschüss. Gut. Hätten wir das?